Hallöchen, meine Lieben, auf ganz speziellen Wunsch mal wieder die zwei Wege. Ihr könnt euch vorneweg entscheiden, ob ihr Weg 1 oder Weg 2 wählen wollt. Oder ihr schaut sie euch beide an und entscheidet dann intuitiv aus eurem Bauchgefühl heraus, welchen Weg ihr gehen wollt. Schauen wir mal. Ich frage jetzt nach einer gemeinsamen Grundenergie. Da haben wir sie. Jetzt schauen wir mal, welche Energien für Weg 1 zur Verfügung stehen. Das sind zu viele, die nehmen wir nicht, weil das sind ja über 3 Stück. Meine Lieben, mit der Sonnenfinsternis 8. April haben wir ganz grundsätzlich mal energetisch ab sofort die Möglichkeit, wirklich alle unsere Potenziale zu entfalten und unseren Seelenplan zu leben. Es ist also wirklich die Frage, wie weit bist du dafür bereit und offen? Oder wo hältst du womöglich noch an alten Geschichten fest? Allen voran alte Gedanken. Denn letztendlich ist es in der Regel der Kopf, der uns im Wege steht, weil er an alten Gedankenmustern festhält, die man uns anerzogen hat, mit denen wir geprägt worden sind. Es gilt also in allererster Linie, deinen Geist so weit zu öffnen, dass du im Denken in Zukunft oder ab sofort alles für möglich hältst, alles für machbar hältst, alles für schaffbar und erreichbar hältst. Und die ganzen alten, negativen und bremsenden oder vermeintlich gesellschaftlichen Grenzen aus deinem Leben nimmst. So, bitte die Energien für Weg 2. Es war zum Beispiel schon seit Jahrzehnten nicht mehr so leicht, in fremde Berufe reinzuwechseln, ohne dass man da eine Ausbildung hat, weil bedingt durch den Personalmangel einfach jeder bereit ist, jemanden einzustellen und Firmen intern einfach auf den Job anzulernen. Wenn du in der Schule die Erfahrung gemacht hast, dass du dir mit Englisch schwer getan hast, glaube nicht, dass das grundsätzlich so sein muss. Versuche einmal jetzt Englisch zu lernen. Mit dem Grundgedanken, dass es dir jetzt leicht fällt. Natürlich hilft es nichts. Hallo? Hallo? Wenn das alles Worthülsen sind, sondern es muss zu einer inneren Überzeugung von dir werden. Ja? Oh, kleinen Moment, sorry, aber das ist halt hier im Rasen nicht unbedingt das Standfesteste. 2 Karten bitte noch für Weg 2, da haben wir, das sind 2. So, dann schauen wir mal. Die Grundenergie, die zur Verfügung steht, ja wundervoll, die 9 der Stäbe, das heißt, hier bist du schon einen ganz langen Weg gegangen, in dem du schon ganz viel gelernt hast, dir Wissen angeeignet hast und du hast auch schon viele Erkenntnisse für dich gewonnen. Du kommst also nicht blank daher, sondern du bist schon ein Könner, ein Wissender. Und hier kommt jetzt eine lebendige, kreative Power mit rein, die dir zur Verfügung steht. Die du nutzen kannst für deinen Weg, den du einschlagen möchtest, um deine Projekte wirklich mit Leidenschaft und Elan anzugehen. Hier liegt auch drin, dass du schon wirklich auch schwere Wege beschritten hast, in der Vergangenheit schwere Erlebnisse hattest, die dir zugesetzt haben, wo du kämpfen musstest. Aber
es hat dich eben stark gemacht. Es hat eine Widerstandskraft in dir erwachsen lassen. Und es hat dir gezeigt, welche Kraft und Stärke du in dir hast. Also du konntest dir darüber bewusst werden, dass du bis jetzt deine Herausforderungen alle sehr gut gemeistert hast, dass du das offensichtlich hinkriegst. Wundervoll. Weg 1 führt dich dann in die 7 der Stäbe. Das heißt, hier kommen erstmal Situationen auf dich zu, wo du gefordert bist, dass du für dich einstehst. Diese Energie sagt dir, steh für dich ein, steh für deine Träume ein, deine Ziele, deine Visionen und deine Weltsicht. Es gibt nicht das eine richtig oder falsch, das eine, das ist wahr und das ist nicht wahr, sondern es liegt in der Betrachtung und in der Seele eines jeden Menschen selbst, was für ihn wahr ist, was für ihn stimmig ist. Und das darfst du verteidigen, wenn es sein muss. Dazu darfst du stehen. Da brauchst du dir von niemandem was anderes einreden lassen. Da brauchst du auch in Diskussionen nicht klein beigeben. Da brauchst du auch nicht einlenken, indem du sagst, ja, ich bin da übers Ziel hinausgeschossen, es tut mir leid, ja, und du hast ja recht. Sondern du kannst bei deiner Ansicht, bei deiner inneren Wahrheit und bei deinem Ziel bleiben, in dem guten Wissen und Glauben, dass es für dich der richtige Weg ist. Es wird sich zeigen, was für dich der richtige Weg ist, wenn du ihn treu gehst und treu zu dir selber stehst. Dich authentisch zeigen und treu zu dir selber stehen, auch zu deinen Bedürfnissen. Aha. Denn es werden sich Situationen zeigen, die dir bewusst machen, dass du dich da noch in einer Abhängigkeit befindest, aus der heraus du dich jetzt befreien kannst, darfst und sollst, indem du eben bei dir bleibst, bei deinen Ansichten, bei deinen Wünschen, bei deinen Visionen, indem du dich nicht abbringen lässt von deinen Zielen und indem du auch zu deinen Bedürfnissen und zu deinem So-Sein stehst. Da will dich jemand wirklich gut gemeint zum Geburtstag einladen. Aber du bist gerade in einer Heilungsphase eines alten Themas, wo es dir im Moment emotional nicht gut geht. Dann sag ab. Geh da nicht dem anderen zuliebe hin. Es würde nichts bringen. Die anderen Menschen würden intuitiv schon wahrnehmen, einfach auch über die Chemie, über die Schwingung. Du bist ruhig, du bist zurückhaltend, schweigsam, da stimmt irgendwas nicht, ja? Womöglich würdest du noch diese lustige Clique ausbremsen. Also das macht keinen Sinn. Sag einfach ab. Nein, ich komme da nicht, ich kann da nicht. Du musst dich auch nicht erklären, auch das darf aufhören. Ein Nein reicht völlig. Wenn du es dem anderen erklären möchtest, dann ist es ja wieder was anderes. Und hier holst du dich aus Abhängigkeiten raus, wo du schon lange fühlst, dass sie dir nicht mehr gut tun, dass sie nicht zu deinem Besten sind, dass sie nicht zu deinem Wohl sind, sondern dass du damit haderst, dass es dir zusetzt, dass es dich bedrückt. Diese Abhängigkeiten dürfen hier gelöst werden. Davon darfst du dich befreien und darfst weitere Schritte in die Unabhängigkeit gehen. Denn die 3 der Schwerter sagt es auch. Du hast hier gelitten unter den Abhängigkeiten und du leidest womöglich noch unter den Abhängigkeiten. Und es ist ein tiefes Leiden. Also es ist wirklich schmerzhaft. Es tut dir in deinem Herzen weh. Es tut dir in deiner Seele weh. Es bedrückt dich massiv. Es nimmt dir deine Lebensfreude, deinen Spaß, deine Heiterkeit, deine Leichtigkeit. Du hast nicht die gute Laune, wenn die Sonne scheint, dass du einfach mal über die Straße hüpfen möchtest. Das fehlt dir hier. Und das wird dir hier bewusst werden. Und dann führt dich dieser Weg in eine wundervolle, neu aufblühende Lebendigkeit, in eine schwungvolle Kraft,
der Expansion, der Ausdehnung, wo du die Dinge dann wieder mit Tatkraft und mit Herzblut und Feuereifer angehst, wo du einen neuen Schwung bekommst und sagst, so, und jetzt will ich Bäume ausreißen. Juhu, mit was starte ich denn? Ja, alle Projekte zu mir. Und dieser Weg hier hat mit deinem Berufsleben zu tun. Definitiv, hier zeigt sich das Berufsleben oder die Berufung. Hier steht eine Wandlung an, eine große Transformation, die sich vollbringen darf, wo du einen völlig neuen Weg anfangen darfst. Hier hast du natürlich dann auch Wachstum in dir. Das heißt, du wirst in weiteren Schritten, in neuen Nuancen, in einem nächsthöheren Niveau für dich wiedererkennen und begreifen, wie wertvoll du bist und was du alles kannst. Also hier liegt auch die Geburt neuer Potenziale, die sich zeigen, neuer Talente und Fähigkeiten. Jetzt warten wir kurz. So, jetzt schauen wir mal, wie sich Weg 2 darstellt. Und ob es da auch tatsächlich um den Beruf geht oder ob es da vielleicht auch um ein anderes Thema geht. Denn es ist natürlich durchaus möglich, dass bei dir gerade zwei Themenbereiche gleichzeitig anstehen, wo du überlegst, in welche Richtung du gehen sollst. Wir schauen. Der König der Stäbe. Hier kommst du erstmal völlig in deine Kraft und du wirst dir in deinem weiteren Niveau, in einer weiteren Nuance deines Selbstwertes bewusst. Du kommst hier in eine neue Stärke für dich hinein und hier liegt dein Fokus auch auf weiterem Wachstum, auf weiterer Entfaltung, egal ob in dir oder in einem Themenbereich. Du hast für dich mittlerweile auch gelernt, dass du deine Kräfte und Energien zähmen kannst. Das heißt, du bist auch ein Meister deiner Emotionen schon sehr weit geworden. Ob du schon völliger Meister bist oder in den jungen Anfangsjahren eines Meisters, das kannst du sicherlich auf jeden Fall aus deiner Intuition raus dir beantworten. Aber du bist hier schon in der Meisterschaft deiner Emotionen drin. Das heißt, du lässt dich nicht mehr über Emotionen lenken und mitreißen und beeinflussen, sondern du kannst tatsächlich auch eine aufkeimende Wut in dir zum Beispiel oder eine aufkeimende Verletzung neutral betrachten, wie wenn du ein Zuseher von außen wärst. Damit reißt dich dann der Schmerz nicht mit, sondern du kannst ruhig und gelassen bleiben und dich da sehr ruhig auch drüber ausdrücken und kannst deinen Schmerz auch in ruhigen Worten formulieren. Im Weiteren zeigt sich die 2 der Stäbe. Ja, also nachdem du hier so ganz toll in deine Kraft und Stärke gekommen bist, werden sich dir Möglichkeiten bieten. Und zwar vielversprechende, erfolgreiche, gut aussehende Möglichkeiten. Es sind 2 in diesem Fall tatsächlich. Manchmal kommt ja bei der Karte auch rein, dass es mehrere sind. Hier sind es jetzt tatsächlich 2 Möglichkeiten, die dir neue Horizonte eröffnen, die du dann zur Wahl hast und dir aber auch erstmal genauer betrachtest. Du bist dir hier sehr der Kreativität bewusst und gehst da also auch spielerisch mit deinen kreativen Gedanken ran und lässt da Visionen entstehen, wie könnte sich Möglichkeit A entwickeln, wie könnte sich Möglichkeit B entwickeln, und das funktioniert für dich ganz gut, so dass du dann im Weiteren eine gute Entscheidung treffen kannst, welche der Möglichkeiten du wählst. Und hinterher kommt die 2 der Münzen.
Also hier heißt es eben, geh spielerisch mit diesen Möglichkeiten um. Ich habe es gerade gesagt, es ist wie ein spielerisches mit den Möglichkeiten jonglieren, ja, das mit Leichtigkeit und mit Unbedarftheit auch ein bisschen herangehen. Da unterstützen dich die Energien ganz toll und in beiden Möglichkeiten steckt eben auch das Potenzial für Wachsen und Gedeihen und dann in eine strahlende Schönheit und Größe zu kommen. Also beide Möglichkeiten sind hier sehr vielversprechend. Und du kommst hier dadurch, durch diesen Prozess, auch nochmal besser in deinen Selbstwert. Also auch hier haben wir wieder den Faktor, du erreichst die nächste Feinnuance von einem noch tieferen Selbstwertgefühl, wo du dir deiner göttlichen Seelenqualität und Kraft bewusst wirst. Und dieser Weg zeigt dann mit den 10 der Stäben sehr schnell und sehr zügig einen vollkommenen Abschluss von diesem Weg. Das heißt, wenn du hier diese Richtung einschlägst, wird es sehr bald schon in einen neuen Zyklus gehen. Denn dieser hier schließt schnell vollständig ab. Da bist du danach dann auch erstmal ein bisschen müde und K.O. Man sieht es schon, das Pferd ist ein bisschen müde vom Bergauflaufen. Also das ist schon auch ein bisschen eine Anstrengung hier, diesen Weg zu gehen. Und ich bekomme jetzt gerade rein, bei diesem Weg geht es tatsächlich auf deine Sicht auch von irdisch-materiellem Wert. Also Hab und Gut und Finanzen. Hier findet also ein Prozess statt, der damit zusammenhängt, wie du Geld betrachtest, wie wichtig ist dir Geld. Und natürlich auch, wie viel Geld brauchst du, wie viel Geld meinst du zu brauchen und wie viel Geld brauchst du wirklich. Denn das, wie wir unser Leben einrichten, ist oftmals so gestrickt, dass wir fast alles, was wir verdienen, wieder ausgeben und kaum was übrig bleibt zum Sparen. Hier ist schon der Wurm drin. Natürlich solltest du jeden Monat 200 Euro locker auf die Seite bringen. Wenn du das nicht schaffst, überprüfe deine Ausgaben. Vielleicht hast du unnötige, zu viele Versicherungen, wo du dich gegen Eventualitäten des Lebens versichern willst, die einfach so gut wie nie eintreten. Also es gibt Leute, die haben zur Hausratsversicherung extra noch eine Glaszeranfeldversicherung für den Herd. Ja, Entschuldigung, wie oft geht denn so ein Glaszeranfeld kaputt? Also ich habe in meinem ganzen Leben noch keins kaputt gekriegt. Ich bin jetzt Anfang 50. Also das Geld, das du da ausgibst, kannst du besser auf die Seite sparen, ja? Oder muss es unbedingt noch eine dritte Farbe Lippenstift sein? Oder muss es noch eine zweite Kurpackung für die Haare sein? Oder muss es schon wieder eine Shorts für den Sommer sein? Oder noch ein paar Ballerinas? Oder schon wieder Kino? Was ist denn Kino? Es ist Märchenstunde für Erwachsene. Es ist doch nicht so, dass dich ein Film tatsächlich in deinem Leben weiterbringt, dich bereichert, dir irgendeine Erkenntnis schenkt oder sonst irgendwas. Es ist eine Unterhaltungs- und Bespaßungsshow, für die du ein Schweinegeld Eintritt zahlst. Dann warte ein Jahr, dann kommt der Mist im Fernsehen. So, so in dieser Richtung, ja? Gut, wir gucken. Wir schauen mal noch, wie der Weg weitergehen könnte mit den Lennys. Was gibt es zu beachten für Weg 1?
zwar, jetzt haben wir zwei Karten. Die ist zuerst gefallen. Der romantische Mensch und der Brunnen. Zu beachten ist, dass du hier geduldig bist. Er sitzt da ja ganz gemütlich, entspannt und wartet auf seine Herzensdame sozusagen. Mit der Rose in der Hand könnte man das so reininterpretieren. Also hier heißt es, bitte achte darauf, dass du auf Weg 1 geduldig bist, allen voran mit dir selbst, kriege ich jetzt gerade rein. Überstürze nichts, erwarte keine Wunder, dann geschehen sie viel eher. Und es ist zu beachten, dass es auf Weg 1 für dich wirklich in unbekannte Tiefen geht in dir, die du jetzt noch gar nicht kennst und noch nicht erahnst. Und diese Tiefen dir dann aber wirklich neue Weisheiten schenken. Dann gucken wir für Weg 2, was ist zu beachten. Die ist zuerst gefallen, die zwei sind zusammengefallen, deswegen nehme ich die jetzt auch ausnahmsweise. Bei Weg 2 ist zu beachten, gemäß der Stäbe hier, ja, das ist ja auch eine Stabkarte. Und die Grundenergie ist ja auch Stabkarte, das sind ja immer Feuerkarten, also da geht es immer um unglaubliche, lebendige, kraftvolle Energie und Leidenschaft und Herzblut. Hier ist also zu beachten, gehe in deine Leidenschaft, mache alles, was du machst, aus deinem Herzen heraus. Was willst du wirklich, wirklich, wirklich vom ganzen Herzen, aus der Tiefe deiner Seele heraus? Aber zügle hier in einem gesunden Maß deine Leidenschaft auch. Du siehst ja, wie sie hier steht. Auf der einen Seite strahlt sie natürlich diese Leidenschaft aus. Auf der anderen Seite ist sie in sich gefasst. Sie wirkt gefasst, ruhig, mondän. Sie ist der Situation erhaben. Und es ist zu beachten, dass hier bereits Brücken bestehen, die du eingeladen bist, drüber zu gehen. Also offensichtlich hat dir jemand schon ein Angebot gemacht, eins von den beiden zumindest. So kriege ich das jetzt gerade rein. Diese Brücken sind stabil und fest. Also trau dich, über diese Brücken zu gehen. Gehe auch auf den anderen ein Stück zu. Das ist auch die Symbolik der Brücke. Und natürlich auch wage dich da auf neue Seiten, neue Wege und überwinde alle Hindernisse, die hier vorhanden sind, wie das hier in der Form der Täler dargestellt ist. Und somit wirst du aus dem Labyrinth herauskommen, dass du jetzt vielleicht in deinem Kopf noch spazieren trägst, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wo der Weg hingehen soll und ich sehe den Weg nicht und ich verstehe nicht, wie es funktionieren soll oder wie das klappen soll. Das wird sich auflösen. Das wird sich dann von ganz alleine auflösen, wenn du hier diesen Weg beschreitest, ja, und dann eben auch mutig die ersten Schritte gehst, dann löst sich das Nichtwissen in deinem Kopf, wo dir jetzt der Weg eben noch nicht klar ist. Gut, jetzt schauen wir noch, welche Runen mit dazu kommen. Für Weg 1, die Vunjo. Sie unterstützt dich mit der Energie der absoluten Lebensfreude, Heiterkeit, Spaß, die Dinge wirklich gerne machen, herzensgerne machen.
Du kannst dir das gerne aufmalen und an deinem Körper tragen oder unter das Kopfkissen legen oder dein Trinkwasser damit informieren. Weg 2 wird unterstützt durch die Turisas. Es ist die Energie, dass du dich selber verteidigen kannst. Es ist die Energie, dass du die Ellenbogen ausfahren kannst, wenn es nötig ist. Dass du dir von niemandem etwas bieten lässt, wo der andere deine Grenzen überschreitet. Ja? Sondern das ist die Energie, die dich unterstützt, dass du deine Grenzen selber einhältst, dass du da selber nicht drüber gehst und dass du nicht zulässt, dass ein anderer deine Grenzen überschreitet. Es ist aber auch die Energie, wenn das jetzt ein Tisch wäre, dann würde er ja womöglich leicht wackeln. Also es bringt auch einen Ausgleich und eine Balance herein und hilft dir da dabei, in der Balance zu bleiben. Das ist die Turisas. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt mir gerne, wo ihr gerade steht in eurem Prozess und ob euch die Legung was geholfen hat. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.